Der Release von Red Dead Redemption 2 lässt zwar noch eine Zeit lang auf sich warten, aber viele von euch fragen sich sicher, ja, welche Edition soll ich mir denn jetzt holen? Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir die einzelnen Editionen angeschaut, was ist da drin, welche Vorbestellerboni vor allem könnt ihr abgreifen und möchte euch in diesem Video so einen kleinen Guide geben, euch meine Gedanken zu den verschiedenen Editions mitgeben, um euch so vielleicht die Kaufentscheidung zu erleichtern. Als Vorbesteller von Red Dead Redemption 2 bekommt ihr schon mal zwei Sachen. Und hier ist es egal, ob ihr die digitale Version vorbestellt oder die Hardcopy-Version vorbestellt und auch welche Edition ihr vorbestellt. Also ob das jetzt die Standard Edition, die Special Edition oder die Ultimate Edition ist. Es ist völlig egal. Diese zwei Sachen bekommt ihr auf alle Fälle schon mal als Vorbesteller. Das wäre zum einen dieses Kriegspferd, dieses Schicke, das ihr hier seht. Das ist so grau-weiß gescheckert und besitzt mehr Courage und Ausdauer als ein normales Pferd in Red Dead Redemption 2. Und zum anderen bekommt ihr noch ein Auto. Outlaw Survival Kit. In diesem befinden sich Gegenstände, mit denen ihr zum Beispiel eure Gesundheit und euer Dead Eye wieder auffüllen könnt, aber auch noch viele andere nützliche Gegenstände. Bestellt ihr euch Red Dead Redemption 2 im PlayStation Store oder Xbox Store digital vor, bekommt ihr noch zwei zusätzliche Boni dazu. Das wäre zum einen ein Cash-Bonus für Red Dead Redemption 2 und eine Schatzkarte. Mit dieser Schatzkarte könnt ihr auf der ganzen Welt verteilt Schätze finden und diese bergen. Allerdings müsst ihr diese Vorbestellung bis zum 31. Juli 2018 tätigen, damit ihr diese Schatzkarte bekommt. Also solltet ihr euch diese Schatzkarte holen wollen, müsst ihr das unbedingt sofort machen. Und eben wie gesagt, bis zum 31. Juli, dann gibt es nämlich keine Schatzkarte mehr. Für alle GTA Online-Fans da draußen gibt es noch ein extra Boni dazu. Das ist auch wieder die digitale Version und das betrifft die Standard, die Special und die Ultimate Edition. Ihr bekommt zusätzliches Geld für GTA Online und zwar in der Standard Edition sind es $500.000, in der Special Edition sind es $1 Million und in der Ultimate Edition bekommt ihr $2 Millionen. Das war's mal mit dem Vorbestellerbonus. Und nun schauen wir uns die einzelnen Editions an und was da so drin ist. Kommen wir zunächst mal zur Standard Edition. Ja, in der Standard Edition ist einfach nur das Spiel mit drin, sonst nix. Da bekommt ihr keine zusätzlichen Boni und sonst auch keine zusätzlichen Items oder irgendwas dazu geschenkt. Kommen wir nun zur Special Edition. Ich finde ja die Special Edition am interessantesten, muss ich ehrlich gestehen. Die Standard Edition hat mir für ihren Preis einfach zu wenig Sachen dabei. Und die Special Edition kostet auch nicht so viel mehr als die Standard Edition. Und da kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr nicht unbedingt vorhabt, online zu spielen. Wenn ihr unbedingt online spielen wollt und da gute Vorteile haben wollt, dann rate ich euch zur Ultimate Edition. Warum das so ist, erkläre ich euch dann, wenn wir uns die Ultimate Edition anschauen. Schauen wir uns jetzt mal die Special Edition an. In der Special Edition bekommt ihr neben dem Spiel eine exklusive Weltkarte mit dazu. Na, das ist doch ganz nett, die kann man sich zu Hause hinhängen oder hinlegen, wie auch immer. Zusätzlich dazu gibt es noch 6 exklusive Boni, die eben für den Story-Modus sind. Das wären zum einen zwei neue Missionen, einmal eine Bankraubmission und einmal ein Gang-Hideout steht hier. Das ist im Grunde nichts anderes, als ihr müsst eine Gang aus einem Versteck heraustreiben und deren Schätze einheimsen. Dann gibt es noch als zusätzlichen Boni hier so ein Rennpferd. Das Rennpferd ist schwarz, schneller und hat auch mehr Courage und Ausdauer als das weiße Pferd, das ihr mit dem Vorbestellerboni bekommt und kommt mit einem eigenen exklusiven Sattel daher. Das ist so ein handgemachter dunkles Leder und hat auch so eine silberne Medaillen drauf. Sieht recht hübsch aus und ja, das gibt es eben zu dem Pferd dazu. Dann gibt es noch das Nuevo Paraiso Gangslinger Outfit. Das hat so einen schicken Hut, die ihr seht, und eine Jacke und eine fesche Hose. Sieht doch ganz hübsch aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann gibt es noch so ein Talisman und Medaillon. Das könnt ihr euch aufhängen, also das könnt ihr euch hinhängen auf die Brust oder auf die Schuhe drauf. Und ja, ihr könnt dann zum Beispiel besser rückwärts reiten. Was das genau bedeutet, das kann ich euch erst sagen, wenn ich das Spiel selber angespielt habe. Außer ihr wisst es schon, dann rein damit in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, was das genau bedeutet. Dann kommen wir weiter mit den Gameplay Boots, Cash Bonus und Discounts. Das ist im Grunde, ja, das sind einfach so Vorteile. Zum Beispiel beim Cash Bonus bekommt ihr einfach mehr Geld, wenn ihr zum Beispiel Bankraub macht oder Robbery Missionen und ja, da bekommt ihr einfach mehr Geld raus. Bei den Gameplay Boots habt ihr einen Vorteil auf eure Ausdauer, auf euer Leben und auf euer Dead Eye. Das Discount bedeutet einfach nur, ihr bekommt Waffen und alles mögliche Upgrades günstiger.
Dann kommen wir noch zum letzten, das ist der Free Access to Additional Weapons. Das bedeutet im Grunde nichts anderes als ihr bekommt drei Waffen gratis. Das wäre die Volcanic Pistol, Pump Action Shotgun und die Lancaster Rummage Rifle. Ja, das waren mal die Bonusse für die Special Edition und jetzt kommen wir noch zur Ultimate Edition. In der Ultimate Edition bekommt ihr alles, was in der Special Edition mit drin ist. Zusätzlich dazu gibt es aber noch ein exklusives Steelbook, wie ihr hier seht. Das ist so ein schicken Rot mit Red Dead Redemption 2. Sieht sehr hübsch aus. Und dann gibt es noch ein 4 extra Bonus für den Online-Modus. Dieser Online-Modus oder dieses Special für den Online-Modus, wie gesagt, ist interessant, wenn ihr unbedingt online spielen wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt online kompetitiv mitspielen wollt, dann wäre wahrscheinlich die Ultimate Edition die beste Wahl für euch. Und zwar gibt es da nämlich, was für mich ganz interessant ist, ist dieser Rank-Bonus. Das bedeutet, ihr könnt schneller aufleveln bis Level 25 und das kann durchaus einen Vorteil bringen. Allerdings weiß ich nicht, welchen Faktor das ist. Da steht hier leider nirgends. Ob das jetzt ein Zweifachfaktor oder ein Vierfachfaktor ist, das werden wir wahrscheinlich dann rausfinden. Ja, dann gibt es noch einen freien Zugang zu zusätzlichen Waffen, die ihr im Online-Modus einfach kostenlos beim Händler abholen könnt. Und was haben wir hier noch? Ein Bonus-Outfit und dann habt ihr noch ein zusätzliches schwarzes Pferd, das ihr hier bekommt. Sieht auch recht hübsch aus. Ja, dann möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zur Collector's Edition verlieren. Ja, die Collector's Edition ist meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich gestehen, etwas zu teuer. Ich war sehr enttäuscht von der Collector's Edition, denn das Problem ist, in der Collector's Edition ist kein Spiel mit drin. Das heißt, ihr müsst hier die Collector's Edition kaufen und dann noch zusätzlich ein Spiel dazu kaufen. Wollt ihr also das beste Gesamtpaket haben, seid ihr 200 € los und das ist eine Menge Geld für das, was in der Collector's Edition nämlich drin ist. Und schauen wir uns so andere Collector's Editions an, dann bekommen wir für das Geld nämlich das Spiel plus irgendeine hübsche Statue dazu und noch extra Stuff. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Inhalt der Collector's Edition schon sehr mau. Also ich würde es mir nicht kaufen. Ich kann auch keinen dazu raten, das zu kaufen, weil ich vermute auch, dass diese Box hier, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das wieder irgendwie, hier steht zwar Metal Box, aber ich kann es irgendwie nicht ganz vorstellen, dass die wirklich aus Metall ist. Wahrscheinlich wird die aus irgendeinem Blech gemacht sein oder so. Und ich weiß nicht, was sind eure Gedanken zur Collector's Edition? Also ich würde es mir nicht kaufen. Was sagt ihr dazu? Kauft ihr euch die Collector's Edition oder nicht? Das würde mich sehr interessieren. Fassen wir also nochmal zusammen. Wollt ihr einfach nur Red Dead Redemption 2 spielen, würde ich euch zur Special Edition raten. Die kostet zwar ein bisschen mehr als die Standard Edition, allerdings wie gesagt habt ihr da echt ein paar nette Bonusse dabei, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, und so recht viel teurer ist die Special Edition zur Standard Edition nicht. Und wollt ihr wirklich online spielen, also habt ihr schon vor, richtig tatsächlich kompetitiv online mitzuspielen, dann würde ich euch zur Ultimate Edition raten. Denn hier gibt es wie gesagt ein paar ganz nette Bonus mit dem Rank-Bonus und den Access to Additional Weapons, die ganz interessant sein könnten, wenn ihr online spielt. Welche Edition werdet ihr euch holen? Schreibt es mir in die Kommentare rein, mich würde es wirklich interessieren. Und danke fürs Zuhören, ich wünsche noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Tschüss und tschüss.